Starcrafts sind generell immer doof. Nee, nur so doof wie derjenige, der sie befiehlt. Aber Und damit hallo und das herzlich ist willkommen zu einer ja. neuen Folge Starcraft 2 2 gegen 2. So, Wegfindungsschwierigkeiten ist ja unbehebbar. Das kann ich schon verstehen. Ja, denn die gehen immer den kürzesten Weg. Zwei kürzere Wege, beziehungsweise Ja, drei wenn Wege. Einheiten weiter rechts stehen und als weiter links, wenn wir den kürzesten Weg beide nach Hannover gehen wollen, dann sieht der auch total unterschiedlich aus. Wir von unterschiedlichen Ja, aber Positionen wer soll das starten. denn, wer soll das denn kapieren? Ich meine, so ein Multimillionen-Euro-Unternehmen, da haben Besseres zu tun. Zum Beispiel Handy-Games zu Wenn machen. dann Multimillionen-Dollar-Unternehmen, ja? Ja, aber Dollar auch irgendwann Euro. Ich habe für das Ding ins Euro bezahlt. So. So, ja, ist eigentlich nicht schlau, das zu machen, weil man kann immer das Gleiche kriegen, wenn man das Ganze in Dollar zahlt. Und dabei ist der Dollar viel schwächer als der Euro. Habe ich auch, Oder also man so habe ich kauft. mir, ich habe Legacy of the Void und so immer in Dollar gekauft, weil das konntest du im amerikanischen Store kaufen, für das Gleiche in Dollar. Und, Wie viel hast du dir da gespart? Es muss aber auch nicht so das große Sparen sein. Also nicht Doch, der Dollar ist ganz schön schlecht riesiges. aktuell. Naja, damals, wie Legacy of the Void kam, war der Dollar noch nicht so schlecht. Na, stark war der aber schon lange nicht mehr so wirklich. Wobei, das stimmt nicht. Die letzten Jahre war der gar nicht so schlecht. Das ist jetzt eher durch das zusätzliche Aufpumpen der Fettmillionen, dass der sich so schwach entwickelt. Aber immer noch alles besser als das Pfund, von daher. Moment. Der Wieso Pfund Moment? nicht mit die stärkste Währung? Nein, schon lange nicht mehr. Seit dem Brexit-Veto ist das von 1,40 Pfund pro Euro auf 1,10 Pfund pro Euro gefallen. Habe ich vorgestern noch einen Kommentar drüber gelesen. Dass das Pfund langsam aber sicher zur Schwellenlandwährung verfällt. Gar kein Problem, geh nach unten. Ich Ja, gehe nicht nach unten. geh, geh! Kann sich nicht entscheiden, was kommt nach G? Was, H? Bestens hin. Wo kam das denn her, gleich nochmal? Weiß ich gar nicht. Pete's Meet Best of TTT, die erste Folge, glaube ich, oder eine der ersten Folgen auf Italy. Ach ja, Jay war das! Ja. Geh, geh, geh! Da, jetzt weiß ich wieder. Da ist der Groschen gefallen. Aber dass du sowas im Kopf hast, nämlich. Ja. Du bist ja normalerweise eher so Typ Schnösel. Das ist Guillaume. Ich finde, das kann sich nur noch um Stunden handeln da unten. Hier steht immer noch eine Prop von dir. Ja. Das ist die sogenannte Heimat-Crew. So, der Paladin ist gleich tot. Jetzt schon? Wie Jetzt. du machst das denn? Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Er ist schon tot. Ich hatte ja auch vollstes Vertrauen in dich. So, ich habe natürlich jetzt meine Echse sehr spät. Aber als Ausgleich dafür habe ich meinen Reaktor auch zu spät gebaut, deshalb Ach so, alles dann gleiche ich gut. das wieder aus jetzt. Genau. Oh, ich brauche mal langsam Depot. Benötigen weitere Depot. Ich glaube, ich muss gleich mal hier Imba-Fähigkeit nutzen. Moment. Ein bisschen früh. Fühlst du nicht auch? Besser als es zu Blylock zu sein. Es ist immer scheiße, das zu nutzen. Jedes Mal, wenn du das nutzt, ist es ein Zeichen deiner Unfähigkeit. Es gibt nur ganz wenig Ausnahmen. Es gab mal ein Bild, ein Mac-Bild war es, glaube ich, der darauf gesetzt hat, dass du Ach so, ich dachte, das du meinst irgendein tatsächlich Bild, den man nutzt. auch verwenden kann in Ja, das war normalen ein Spielen. Bild, der in der GSL gespielt wurde, tatsächlich. Ja, aber das ist ja zum Beispiel, ich dachte, jetzt kommt so etwas wie zum Beispiel der Bungeware Hier T3 ist Bild. Ja. keine Echse. Beziehungsweise er wollte gerade Echsen, habe ich verhindert. Sehr gut, der verhindert. Aber hier ist einfach keine Echse in der Natural. Ja, man nennt ihn Tank auch und den viele Verhinderer. Marines. Natürlich. Was sonst?
Schon. Warum ist der zweite Gasgeser nicht belegt? Was soll das? Und finde ich jetzt ein bisschen schwach. So, nein. Also Storm dauert noch ein bisschen. Oh ja, ich habe da vollstes Vertrauen in dich. Ich mach gleich den Move Command. Ja, ich habe da vollstes Vertrauen in dich. Weil jetzt soll ich mit meinem Drop noch auf Stim warten. Leider dauert Stim noch ewig. Noch eine ganze Minute. Mach ich aber trotzdem. Aufgedankt und einsatzbereit. Alle drei zusammen. Mein Leben für Eier. Ans Eier. Ans Eier. Jetzt habe ich das falsche Gebäude gekrone Booster. So. Storm dauert noch etwas länger. Aber ich kann schon mal Energie aufbauen. Nicht. Energie bei 100%. Ja, das ist mit, der bei der Pferde. Nicht Spanier. So, ich kann endlich droppen. Ich versuche mal auf der Base wieder eine Echse zu nehmen. Die Base ist aber auch kacke. Oh, hier ist eine Cannon. Hat einen Drucker gebaut. Drucker gebaut? Ja, wegen Cannon. Muss ja echt meinen, meine Witze sind grottig. Sind sie auch, aber trotzdem musst du sie verstehen. Flieg doch weg, du Mediweg! Oh, ja! Der Philosoph! Philosoph Gorix! So. Nein, jetzt habe ich das wieder. Oh. Nein. Ich hab doch Pylonen gebaut. Dauert wie noch ein bisschen, bis ich die alle raus hab. 6. Bei dir ist ein Marine. Und ein Battlecruiser. Kennt man die Kombination. Zyrok, du hast uns eingebaut. Oh. Der Battlecruiser wird in deine Dings gleich rennen, ne? Ich hoffe, dass du da irgendwie Stalker stehen hast. Sehr gut. Ja, mach die Yamamoto kennen! Ich hab keine Dings hier. Ich bin so schlecht mit Terran, ne? Der steht jetzt da in der Ecke, wobei der hat diese OP-Fähigkeit, oder? Dieses, ja, natürlich. Virtuelle Gebumse. Guck mal kurz nach, ob er hier noch ist. Ja. Du bewahrst den da mal. Ich geh mal zu mir, sonst kommt er gleich bei mir an. Wie viele Stalker man wohl braucht, um einen Battlecruiser abzuwehren? One Hit? Stimmt 8. Ich nehme mal 6. 6 ist zu wenig. Also mit Sicherheit zu wenig. Ja, aber der kann das ja, ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Vielleicht bin ich auch einfach zu Flyblock und kann das heißt, der will da nicht reinkommen, hast du ja gesehen. Der wird jetzt zu meiner dritten, zu meiner Natural fahren. Nee, bleib an deiner dritten stehen. Auf gar keinen Fall weg von deiner dritten. Er ist jetzt an meiner dritten. Mein Alliierter braucht meine Hilfe. Aber ich darf nicht weggehen. Der Commander hat gesagt. Und damit ist alles gesagt, dein Reich schreibt da keine Stimme mit. Oh, wieso? Er hat doch schon die Hälfte verloren hier. Er ist weg. Er hat sie nach Haus telefoniert. Da ist er! Er teleportiert sich! Er hat sich teleportiert! Aber wohin? Dieser Lump! Wir sollten gleich mal angreifen.
Er hat auf jeden Fall Kolosse, aber ich habe jetzt Vikings gebaut, gezwungenermaßen. Von daher. Lass mal angreifen. Hast du einen War Prism? Ja. Blinkt jetzt erst angefangen, Zauber. Ja, andere Sachen sind halt einfach wichtiger. Ja, aber wenn du weißt, dass du gegen Battlecruiser spielst, das ist das Erste, was du andrückst. Nee, das Erste, was ich andrücke. Das Erste, was ich mache, ist erstmal gucken, dass ich nicht gegen Battlecruiser spiele. Ist so. Ja, das hast du ja schon mal verkackt. Hättest du ja für sorgen können. Hallo? Wie hatte ich mir meine Armee stärker vorgestellt, als sie ist. Aber macht nichts. Bin ja auch nur 8 Minuten noch Supply-Blocked irgendwie. Wo soll ich eigentlich jetzt Echsen hier bestimmen? Also Marines oder so kann ich wegtun. Habe ich genug Sturm. Also Obacht, er hat auf jeden Fall Kolossi, ne? Aber du, dir sollte das eigentlich egal sein. Du siehst, wie schlecht meine Armee ist, also du musst das alles reißen hier. Kann ich nicht laufen. Wo ist er denn? Ich halt nicht mal... Oh, er ist bei mir! Erster Koloss ist tot. In der Tat. Zweiter Koloss ist tot. Jetzt sind Battlecruiser da. Storm doch mal! Wo ist mein Warp Prism? Storm doch mal! Wir stehen mitten im Fight und du bist komplett voll High Templar. So, leider sind meine Vikings jetzt tot. Ja, Storm lieber auf die Armee als auf die Worker. Ich habe halt nichts gegen die Battlecruiser. Ja, ich bin tot. Ja, schön Stalker-Wappen. Alter, wie viele Bases haben die eigentlich schon? Geh mal mit deinen 4 Zealots bitte an die Base hier. Ich habe so viele Minerals, ne? Ich bin so schlecht im Makrometall. Geh da weg, geh da weg. Komm, Wappen. Ja, ich kann nur versuchen, so viel Schaden gegen die Vikings noch zu machen, wie ich gegen die Kolosse noch zu machen, wie ich kann. Du kannst auch die Kolosse einfach wegmachen. Ich würde sagen, wir sollten uns mal kurz sammeln. Ich hatte nicht in Erinnerung, dass Kolosse so stark gegen Kolossen. Naja, es kommt halt auf die Menge an, ne? Da waren 3 Stück. Ne, es waren zwischendurch 5 und es kommt auch die Wende an, was du dagegen hast. Du hast halt irgendwie ewig auch dein War Prism gesucht, anstatt zu stormen, wobei das zugegebenermaßen gegen die Kolosse irgendwie relativ egal ist. Aber gegen alles andere halt nicht. Ich habe einfach zu wenig Gateways, das ist ein bisschen ärgerlich, wie der Kroate sagen würde. Okay, aber wir haben noch nicht verloren, oder? Eigentlich ja, schon. Doch, oder? Eigentlich schon, weil die so viele Bases haben. Und ich habe halt Marines. Kennst mich. Wer hat den Marine nicht ehrt? Ich kann jetzt gleich ein wenig mehr nachbohren. Oh, ich bin supply-blocked. Hab eingeladen. Das Spiel steht. Das stimmt nicht. Warum rennt ihr eigentlich alle hinterher? Lass das mal. Wenn Nergo hinter Nergo, 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 Nergo hinterher. So geht das. So, ich bin gemaxed, aber ich habe halt hauptsächlich Marines, ne? Ja, ich nicht mehr. Ich war pseudo-gemaxed, aber jetzt nie mehr. Kann man so sagen. Ey, immerhin habe ich eine Base gekillt. Stark. Ja, mein Alliierter macht das gut. Ich habe vollstes Vertrauen in ihn. Die hätten das eigentlich nutzen können, um mal woanders anzugreifen. Das Vertrauen! Wie sieht's denn eigentlich bei dir upgrade-technisch aus? Ich hab schon 1-0. Das ist natürlich ganz schön schlecht.
Chrono Booster Upgrades, ne? Ich hoffe, das ist klar. Man kann einen Worker Transfer, da habe ich jetzt nicht so den großen Income. Ja, ich bin gemaxed. Wir müssen irgendwas mit unserer Armee machen. Die wird zwar wegschmelzen ohne Ende, aber. Und die haben da oben auch nochmal Dings gebaut. Das heißt, die haben da oben wahrscheinlich auch Bases. Lass mal da oben auf die Bases pushen. Okay. Ich guck mal mit ein bisschen was schon mal vor. Ja. Ich könnte mir denken, dass da eine Planetary steht. Ja, ich guck sie auch. So ist das auch. So ist das. Zwei Planetaries. Du bist einfach was zu einer anderen Base gegangen als ich. Warum? Der Gegner ist bei mir. Ich würde auf Unterstützung hoffen. Aber. Ah, shit. Ich hätte den Tank, wenn ich den einen Tank noch getötet hätte. Also, ich habe dem deutlich mehr Schaden gemacht, als ich es eigentlich hätte machen dürfen. Aber leider lebt der Protoss halt dann noch da. Nicht auf die Planetary gehen. Wenn du kannst, den Fight gleich wieder disengagen. Aber nicht zu viel verlieren beim Rückziehen, also. Nichts leichter ist das. Okay. Wie viele Bases die schon wieder gebaut haben? Wir müssen Bases rausnehmen, aber dazu brauchen wir Armee. In der Tat! Jetzt, ich sehe es ganz genau, oder? Aber wir haben den schon nicht so wenig kaputt gemacht da gerade. Lass mal wieder ein Stück nach da oben, oder? Was hast du? Wie sieht es bei dir armeetechnisch aus? Wie viel hast du? 143! Ah, das habe ich auch. Das sind alles Planetaries, ne? Ja. Da kommen sie. Ja, da oben sind alles Planetaries. Battlecruiser teleportieren sich weg. Ich weiß, warum die so viel Schaden gemacht haben. Die haben oder nicht so viel kassiert haben. Die haben drunter haben die Workers gebaut. Oh, jetzt kommt der Protoss leider. Ich kümmere mich trotzdem um den Terraner. Du musst dich um den Protoss kümmern. Das ist nicht so viel von daher. Also es leben noch zwei Battlecruiser gerade. Also ich finde, das ist viel Protoss. Ich fühle mich gerade wie Zerg. Ich werfe gerade out mind in irgendeiner Base. Kann auch keine Echse mehr nehmen, weil die sind alle vergeben. Ja, deshalb müssen wir mal langsam welche töten. Kann man hier nicht auch wie im Surviving Mars so Kometen auf der Erde fallen lassen, die dann mehr Mineralien fallen lassen? Blizzard, ich habe da so eine Idee. Naja, man kann Mules rufen, das habe ich gerade gemacht. Habe ich nicht. Aber die Battlecruiser waren ja alle jetzt recht. Ich habe jetzt zwei gab's noch. Da ist Mac. Lass mal einfach auch eine Base von denen rausnehmen. Wir können nicht in gesiegte Tanks rennen. Das geht einfach nicht. Die sind ja gar nicht. Die sind Kolosse, Kolosse, Zarok, Zarok. Er hat aber auch bestimmt Storm. Ja, da. Meine Zealots chargen ran. Obacht, hier stehen Tanks. Weg. Wenn wir hier oben die Base wieder kriegen, ist auch okay. Ich weiß nicht, irgendwie werden jetzt irgendwie seine Einheiten irgendwo stehen. Achtung, Planetary. Ja, ja, ich weiß. Aber er repariert mich. Ich weiß, wo seine, Einheiten sind. Der ist aber nicht gesieged. Ich hab richtig sehe. Der wird jetzt in meine Base. Ja, der geht in meine Bases. Base Track gegen den Terraner. Ist er gut? Nein. Nein. Das Schlimmste, was du machen kannst. Vor allen Dingen, weil du kein Income hast. Versuch mal, oben eine der Bases zu nehmen, die wir den gerade genommen haben, indem du außenrum aber fährst. Du musst ein bisschen Micron bei. Nein. Nicht da rein. Ja, wenn der outmined ist, sind wir das auch. Also wenn wir outmined sind, die haben ja rechts auch alle möglichen Bases. Ich warte jetzt, bis der sich ansiecht und hoffe, dass man irgendwann nicht meine Einheiten tot rennt.
Warum laufen meine Einheiten da rein? Ich hab ganz gern... Wenn sich jetzt ansiegt, dann ist das perfektes Timing. Er ist nicht ansiegt. Da ist eine Base. Nein! Drauf. Nimm doch hier welche von denen, habe ich doch gerade gesagt. Ich lauf doch dahin. Brauchst du Gas? Nee, Minerals. Die habe ich nicht. Lass mal... Oh, er hat ja einen Raven. Wir sollten den Gegner einfach mal angreifen. Also nicht da, wo er jetzt steht, sondern die einfach da stehen lassen und wir pushen irgendwo hin. Hat er gesehen. Hier ist übrigens noch eine Base frei. Ich verhindere gerade eine Base hier oben. Jetzt kommt er. Du bist ganz woanders, als ich denke, dass du bist. Warum bist du denn da? Die haben wir doch schon vor Ewigkeiten rausgenommen, die Base. Das wäre doch eigentlich die ist aber wieder da! Ja, aber es wären doch jetzt erst andere da gewesen. Also ich bin tot. Ja, weil du allein in den Gegner gerannt bist. Der Gegner kam zu mir. Ja, du bist aber auch einfach einen komischen Weg gelaufen. Den geraden. Ja, eben. Von, ja, während wir wussten, dass wir die schlechtere Armee haben. Dann ist das nicht das, was man macht. Du kennst die Wegfindung in dem Scheißspiel. Ja, aber ich bin doch ganz woanders hingerannt. Wir standen an der gleichen Stelle beim Losgehen. Wenn du einfach auf die Echsen von ihm gegangen wärst, wäre doch in Ordnung gewesen. Du kennst die Wegfindung in dem Rotzspiel. Ja, du musst halt auch mal was selber machen. Du kannst nicht davon denken, wenn du nur zugucken willst, guck dir Bayern München an und spiel nicht selber. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben jetzt in das Folge klicken und jetzt ins Projekt von mir. Einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.